Hallo und willkommen zu einer neuen Runde. Ja, die Sonne geht unter, das weiß ich. Okay. Ach, die wird auch schon angezeigt. Zu einer neuen Runde Subnautica. Ich habe eine neue Aufnahme gestartet und einen neuen Spielstand, falls es jemanden wundert. Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich schon lange keine Folge mehr von Subnautica rausgebracht habe. Aber ich habe die Zeit nicht gefunden, großartig noch eine Folge zu machen. Und dann gab es in den letzten paar Monaten zwei neue Updates. Einmal dieses Coffee-Update. Da kam auch eine neue Unterwasserbasis dazu. Und jetzt das Infect-Update. Ja, wie der Name schon sagt, Infect. Es gibt jetzt Kreaturen, beziehungsweise jede Kreatur könnte grundsätzlich infiziert sein mit irgendwelchen Parasiten oder keine Ahnung was, oder einer Krankheit oder einer Seuche oder weiß auch der Geier, was auch immer. Und da kann man sich jetzt mit dem Scanner hier selber scannen, ob man infiziert ist. Und ich habe ja schon ein bisschen gespielt, man sieht, ich bin schon infiziert. Ich habe leider irgendwie so ein, ja, so ein Fisch gegessen, der schon infiziert war. Ja, und was soll ich denn großartig noch dazu sagen? Ja, ich war halt eben noch nie so weit und habe es erst dadurch erst mitgekriegt, dass man das jetzt jeden Fisch, den man fängt, erstmal scannen muss, um halt eben nicht infiziert zu werden. Und ich habe jetzt auch wieder, wie gesagt, mit dem neuen Spielstand angefangen und man sieht das ja schon unten links in der Ecke. Ich habe jetzt wieder mit Wasser und Nahrung, also Hunger und Durst, mache ich wieder. Und damit ihr nicht ganz so jetzt sagt, jetzt fangen wir wieder hier komplett von vorne an auf null, sieht man ja schon, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, gearbeitet. Und wir fangen halt eben nicht ganz bei null an, sondern schon so weit, dass wir mit der Seemotte rumfahren können. Und ich habe auch schon eine Basis gebaut, und die ist bei der Seemotte. Da schwimmen wir mal schnell hin. Also ist wie immer an der gleichen Stelle. Nur diesmal konnte ich die nicht ganz so gut anpassen, wie ich wollte. Aber das ist jetzt erstmal die Grundbasis. So, ich habe die so aufgebaut. Nach links können wir weiterbauen. Nach vorne können wir eins bauen, dann runter. Und in alle anderen Himmelsrichtungen auch. Nur nach hinten würde ich jetzt nicht großartig bauen, also in diese Richtung da. Ja. Und ja, dann suchen wir erstmal neue Schiffswracks Welcome aboard, Captain. zum Scannen. Achso, das Schweißgerät habe ich noch nicht. Also müssen wir erstmal einen Diamanten suchen. Ja, dann kann ich mir noch das Schweißgerät gleich bauen, beziehungsweise das Gerät, womit ich hier Sachen öffnen kann. Und es gab auch gibt ein neues Biom. Mit dem letzten Update, mit dem Infect-Update. Aber ich hoffe mal, das werden wir noch diesmal besser finden als die anderen ganzen, wo ich gesagt habe, ja, wir kommen mal so weit und wir finden das und bla 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 und dann ist es doch nie dazu gekommen. Ja, das war wieder eine Runde 0 hier, weil ich hier noch nie das Schweißgerät habe. Also suchen wir einen Diamanten. Und wir scannen erstmal den dort oben. Waitor, Asteroidenfeld. Hoffentlich ist er lieb, nett und alles andere auch. Und will uns nicht ans Leder. Ich frage mich, ob die eigentlich infiziert sein können. Hä? Was ist denn los? Den auch schon mal gescannt. Oh, da gibt es gleich noch ein bisschen mehr zum Scannen. Und es gibt jetzt auch alle Einträge komplett auf Deutsch. Natürlich nur die Sprache, also die Audiodateien, die sind auf Englisch. Aber das sollte uns nicht großartig stören, verwundern. Schwimmen wir erstmal schnell zur Seemotte zurück. Oh, Wasser brauchen wir wieder.
Also das Reparaturkit habe ich auch schon gebaut. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgegriffen, vor allem. Weil wir haben schon zigmal von vorne angefangen. Ja. Und das wollte ich euch halt eben jetzt nicht nochmal machen. Wenn ihr was dagegen habt, dann schreibt es einfach nur. Ja, wir wollen es mal komplett von vorne sehen und so. Dann mache ich natürlich nochmal den Spielschein von vorne, aber Mehrwert hat das jetzt persönlich überhaupt nicht. Also für Kane hat das jetzt irgendwie groß pädagogischen Nährwert, nochmal wirklich aus dem Urschleim hier anzufangen. Oh, ja, das wollte ich scannen. Das Problem ist, wir müssen auch erstmal wieder alles finden und alles scannen, was geht, was möglich ist. Und das ist halt eben das Einzige, was mich ein bisschen so... Bei Batterieladestation alles schön und gut. Jetzt haben wir schon mal Batterieladestationen gescannt. Ah, da geht ja noch mehr. Wir brauchen die Energie... Kapsel-Ladestation da. Und wir brauchen hier einen Kernreaktor und. Ups. Wenn ich so weitermache, ist die Seemotte gleich wieder Schrott. Komischerweise ist es mir passiert, dass mir immer nur bei Aufnahmen. Oh, da ist was. Oh, was ist das? Sieht sehr interessant aus. Okay. Das Tieranzugfragment. Enzyklopädie-Eintrag. Also Anzug habe ich mir auch schon einen hergestellt. Eigentlich könnten wir auch gleich wieder zur Aurora erstmal. Weil da gibt es immer sehr, sehr viel zu scannen. Ich wollte aber jetzt erstmal das Schweißgerät in Diamanten suchen. Naja, ich habe zwar schon einen sehr endkrassen Rechner eigentlich. Eigentlich ist ein blödes Wort eigentlich. Ich sag gerne eigentlich. Na, jetzt hört's auf damit. Ich habe schon einen guten Rechner, aber irgendwie... Okay. Irgendwie sagt das Spiel trotzdem... Könnte besser sein. Ich frage mich auch, wo das neue Biom ist. Also ich habe irgendwie gelesen beim Lost River irgendwie da unten. Also in der Höhe vom Lost River. Okay, Leviathan-Klasse wurde in diesem Gewässer entdeckt. Das finde ich auch cool. Es weist jetzt auch mittlerweile Leute drauf hin, wenn die irgendwelchen Blödsinn machen. Und so wie ich jetzt gerade. Ich muss ehrlich sagen, Leviathan will ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt jetzt kennenlernen. Also im Sehen. Sobald ich den sehe, könnte ich nur schreiend davon schwimmen. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Könnte das schon das neue? Nee. Maximum depth reached. Hull damage Alt cool, alles ruhig. Alle Choco. Komm, steck aus. Der nette Herr, der bequemt sich immer so hier. Ich will nie aussteigen. Ich will nie ins Wasser. Oh, was ist das? Ach so. Da haben wir schon mal die ersten paar Teile. Vom Zyklop-Hülle. Ja, schön.
Eins. Ach, hier ist das Ding gleich. Da hole ich mal natürlich meinen fahrbaren Untersatz. Das Problem ist, wie gesagt, ich brauche einen Diamanten, damit ich dort mir einen Laserschneider bauen kann. So heißt das Ding. Das sieht wieder aus wie ein Fragment vom... nö, Zyklopenhülle. Schön. Oder Brückenfragment. Eins von drei. Ja, und ich versuche nie großartig mit irgendwelchen Lücken das aufzunehmen, sondern eher so, ihr werdet es da mitbekommen. Also ich mache jetzt hier einen Durchgang, einen Rutsch und werde natürlich alle 30 Minuten... So, den habe ich jetzt nicht gescannt und der... Den lassen wir erstmal fallen. Bei dem müsste man jetzt mal scannen, ob da wirklich gut ist oder ob da schlecht ist. Für den Organismus. Ich brauche Wasser. Habe ich Wasser dabei? Ja. Also der hat echt unwahrscheinlich schnell Hunger und Durst und das ist ein bisschen so... Eigentlich das Nervigste. Ja, für brauche ich auch den... Oh, da ist ja der Böse. Der Teleporter, keine Ahnung was, ich weiß nicht wie das Vieh heißt. Oder das Wesen. Sagen wir mal lieber nicht Vieh, sondern Wesen. Das sieht zwar aus wie ein Diamant, ist aber keiner. Aluminiumoxid, das brauchen wir auch. Basaltbrocken, das ist gut. Da ist er. Schön. Diamanten gefunden. Können wir schon wieder zurückfahren. Welcome aboard, Captain. Und auf jeden Fall werde ich hier in die Beschreibung noch die zwei Links vom Coffee Update machen, was natürlich eigentlich bis jetzt jeder, ich sage jetzt mal jeder Spieler, der das wirklich sehr, sehr verfolgt, das Spiel, eigentlich schon kennen sollte und vielleicht auch schon den Infekt-Update kennt, weil ich kann, wie gesagt, ich kann nur am Wochenende aufnehmen und in letzter Zeit ist es bei mir sehr in die Brüche gegangen mit der Aufnahmeserie etc. Aber das ist nun mal halt eben so. Ja. Ach, da ist es doch. Mich lieb haben. Ich bin
Das Baby muss mich lieb haben. Ich bin das Baby, muss mich lieb haben. Ich bin das Baby, muss mich lieb haben wie noch nie. Muss mich lieb haben. Tja. Ja, Dehydrierung. Welcome aboard, Captain. Ach so, Ah, Batterie. Habe ich Kupfer dabei? Jo, Kupfer habe ich dabei. Brauche ich noch einen Säurepilz. Hallo. Warte mal eine Zeit lang, alles voller Säurepilze. Wo sind die Säurepilze? Ach so, da. Weil ich ja schon immer hier in die Richtung unterwegs bin. Ich hätte auch das dort nehmen können, aber naja.